So, hier wieder der Frederik von Session Music in Frankfurt und diesmal auf jeden Fall was ganz Besonderes für euch, nämlich Reference Pure von Pearl. Da haben wir ein richtig schönes Set dabei. Optisch genau mein Fall. Mattes Schwarz, also matte Black nennt sich das Ganze oder Matte Black oder wie es auch immer richtig ausgesprochen wird. Bei der Reference Pure Serie muss man zum Glück ein bisschen länger ausholen, weil da gibt es so ein paar Sachen, die man dazu erzählen kann. Und zwar geht es hier im Prinzip darum, dass Pearl sich überlegt hat, unabhängig davon, ob man jetzt ein komplettes Ahorn-Set oder ein komplettes Buche-Set hat, ob jetzt 45 Grad die richtige Gratung ist und so weiter und so fort, sich überlegt hat, was ist denn die perfekte Auswahl an Hölzern, an Gratung, je nachdem, wie groß mein Kessel ist. Finde ich einen super Ansatz, weil erst dann passen die einzelnen Kessel ja auch gut zusammen. Und von daher, ja, das Ganze beginnt bei Pearl mit den Snare Drums. Und zwar hat man da immer eine Mischung aus Birke und Ahorn. Birke deshalb, weil es ein bisschen knalliger ist, passt auch gut zu Snare Drums. Das heißt, die Außenlagen Ahorn, Innenlagen Birke. Aber da haben wir auch ein eigenes Video dazu, was die Reference Pure Snare Drum betrifft. Weiter geht es dann mit den kleineren Toms. Ganz kurz noch erwähnt, Standard 45 Grad Gratung mit einer recht kleinen Auflage, sodass da sehr viele Obertöne eben auch mitschwingen können. Bei den kleineren Toms, also 8 bis ich glaube 10, haben wir dann eine etwas abgerundete Gratung. Mal gucken, ob wir das hier so halbwegs hinbekommen, dass man da sieht, hier außen der Rand, von außen nach innen geht es rund rein, innen drin wieder die typischen 45 Grad. Und der Anteil an Ahorn wächst jetzt. Das heißt, wir haben zwar immer noch Birke auf den Innenseiten, wird aber je nach Größe immer weniger. Das geht dann bis zur 12er Tom so weiter. Das ist nämlich die einzige Tom, die nur ein Holz verarbeitet hat. Und zwar ist das ein kompletter Ahornkessel. Und von der Tom sind sie ausgegangen. Sprich, Ahorn 12 Zoll. Und auch hier außen abgerundet und nach innen die 45 Grad rein. Dieses Abgerundete in der Gratung ermöglicht es dadurch, dass man etwas mehr Fellauflage hat. Einerseits nimmt es ein bisschen Obertöne raus, andererseits die größere Auflage ermöglicht es natürlich, dass die Schwingungen leichter auf den Kessel drauf gehen. Und von daher auch da wunderbar durchdacht das Ganze. Und das Ganze geht aber noch weiter. Denn umso tiefer die Kessel werden, umso mehr kommt dann Ahorn dazu. Also Birke raus, Ahorn rein. Dass man da so ein bisschen mehr diesen Low-Pitch in dem Ganzen reinbekommt. Und nicht nur, dass je nach Dicke immer mehr und mehr Mahagoni mit reinkommt. Jetzt habe ich die ganze Zeit Ahorn, glaube ich, gesagt. Ahorn ist ja sowieso immer Bestandteil. Je nachdem, wie groß die Kessel werden, kommt dann immer mehr Mahagoni mit rein. Ich sage es nochmal, Mahagoni. Wenn wir zum Beispiel hier die 16er Tom nehmen, sieht man das hoffentlich auch, dass da die Innenseite dann doch um einiges dunkler geworden ist. Das ist nämlich auch dieses Mahagoni-Holz. Und abgesehen vom Holz haben wir da nämlich auch noch die Gratung. Die ist jetzt zwar von außen immer noch rund nach innen gehend, aber das Ganze wird dann auch dementsprechend so weitergeführt. Das heißt, wir haben eine komplett runde Gratung. Also wenn man sich das von außen vorstellt, die Snare Drum knallhart, spitz oben. Und dann kommen die kleinen Toms und dann wird das von außen rund. Und ja, bei den größeren Toms bis hin zur Bassdrum haben wir eine komplett runde Gratung. Da haben wir dementsprechend noch mehr Fellauflage und die Frequenzen bzw. die Schwingungen können besser auf die Kessel übertragen werden. Ja, ich mag das Set. Also für mich ist der Plan komplett aufgegangen. Und Pearl wäre ja nicht Pearl, wenn sie es dabei gelassen hätten. Die haben nämlich auch die Hardware dann auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Und zwar gibt es da diese neuen Reference Pure Böckchen. Sehen nicht nur hübsch aus, mit diesen kleinen Gold-Inlays, sage ich mal. Das sind nämlich die sogenannten Swivel-Nuts, die haben Spiel. Da nehme ich doch gerade wieder meinen nackten Kessel und hoffe, dass man das hier gut erkennen kann. Wenn ich jetzt hier von außen drehe, sieht man, dass das Gewinde sich mitdreht. Also je nachdem, wie viel Spannung ich habe, kann ich damit kleine Unregelmäßigkeiten ausgleichen. Und dementsprechend die Schraube, die drin steckt, kann dann ein bisschen nach oben und nach unten wandern. Hoffentlich hat das jetzt von der Optik her geklappt, aber ich hoffe, ich habe es auch gut erklärt, dass ich das jeder vorstellen kann.
Dementsprechend hat man da die neuen Böckchen drauf gemacht, die außerdem auch noch leichter sind, also dementsprechend den Kessel noch weniger am Schwingen hindern. Dazu passend natürlich die Optimount-Halterung für die Hängetoms. Da hat man dementsprechend zwar nichts Neues erfunden, aber ist der logische Schluss, die mit anzubringen. Standtoms sind ja da manchmal so ein Thema. Soll man sie hängen, soll man sie stellen? Zumindest was die Größen 14er und 16er und so weiter betrifft. Ja, die Diskussion hat man ganz leicht beendet. Und zwar hat man hier bei der Standtom hübsche Gummifüße, die hier unten nachgeben. Das heißt, egal ob die hängen oder stehen oder was auch immer, da wird nichts am Schwingen gehindert. Und ja, wenn wir schon bei der Hardware sind, bei der Bassdrum geht es dann weiter. Die Lugs sind dieselben, etwas größer dimensioniert. Und was ich persönlich ganz cool finde, ist, dass die Stimmschrauben zwar nicht komplett versenkt sind, aber vom Endpunkt her hinter den Klemmen liegen. Das heißt, wir haben, wenn wir das transportieren und so weiter, hat man da zumindest nicht das Problem, dass sich etwas unabsichtlich verstimmt oder ähnliches in der Richtung. Und auch bei der Bassdrum eben die runde Gratung, das macht einen Riesenspaß, sowas zu stimmen, weil es total einfach ist. Man hat recht viel Auflage, klaut ein bisschen die Obertöne, da werden auch ein paar kleine Stimmfehler verziehen, die bei mir dann doch häufiger auftreten, sodass man da mit, ich sag mal, handfest und ein bisschen mehr schon ordentlich Schmackes und ja, ich sag mal, was Tourtaugliches auf jeden Fall auch hat. Und ja, ich würde sagen, genug erzählt. Doch, eins fällt mir noch ein. Die Spannreifen. Das sind zwar Stahlspannreifen, aber Stahlspannreifen, die die Eigenschaften von den Gussspannreifen geklaut haben. Also auch wieder genau was für mich. Die Rimshots knallen richtig, dadurch, dass die obenrum komplett rumgefalzt sind. Das heißt, wir haben hier quasi die doppelte Dicke an Material. Und trotzdem Stimmstabilität und Stimmbarkeit von einem Stahlspannreifen. Und finde ich persönlich super. Ist genau mein Ding. Und ja, deshalb spiele ich einfach noch ein bisschen weiter auf den Dingern. Und ansonsten bei uns 33 Tage Money Back, 66 Tage zum Umtauschen. Was bei diesem Set hier definitiv nicht passieren wird, denn sobald man einmal darauf gespielt hat, behält man das Teil auch. Und ansonsten 3 Jahre Session Garantie, was bei diesem Set nicht in Anspruch genommen wird, weil sowas nicht kaputt geht. Naja gut. Und jetzt geht's weiter. Ich prügel noch ein bisschen rum. Ciao, ciao.